Let's play the long dark. Wir wollen unser Jagdergebnis fangen. Finden. Ich hab auf den Hirsch geschossen. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Also, aiming-technisch müsste das alles klargegangen sein. Der ist aber weggelaufen. Was haben wir jetzt gelernt? Also, die fallen nicht direkt um. Im Gegensatz zu einem Wolf. Wenn ich denn getroffen... Ja, nee, ich hab ihn ja. Logisch, ich hab ihn getroffen. Er hat ja... hat dann nämlich angefangen, Schweiß zu verlieren, wie der Jäger sagt. Und wir haben die Fährte verfolgt. Das Problem ist, was ich nicht gerallt habe. Ich bin dann zu nah an ihn ran. Was zur Folge hat, dass er dann wieder angefangen hat zu sprinten. Und in der Zeit generieren die, glaube ich, keine Fährte. Deswegen ist er weggelaufen. Dann waren wir müde und dann war es kalt und... alles war doof. Aber dann haben wir hier gesehen, wie ein Hirsch von einem Wolf gerissen wurde. Das muss doch hier gewesen sein. Wie schwach. Lag doch hier. Wir sind doch... Bin ich jetzt schon wieder zu blöd? Den wollen wir jetzt packen, den Hirsch. Also auseinanderbauen. Da läuft einer rum. Und dann haben wir gesehen, wie noch ein Hirsch von dem Wolf angegangen wurde. Wir sind doch hier runtergekommen, oder nicht? Och Mann. Da rennt der weg. War das nicht hier? Wir müssen dringend übrigens auch noch was zu trinken kochen. Ich wollte das eigentlich machen, wenn wir das Fleisch... Ah! Liegt er da? Nee. Wir sind doch von hier oben runtergekommen. Dann waren noch links die Container. Oder bin ich jetzt blöd? Bin ich... Dann hat der Wolf den doch hier irgendwo gerissen. Oder war das eine Lichtung weiter? War das so? Ganz, ganz viel Holz. Ach, toll. Ich, alter Held. Aber wir können schon mal Stöcker mitnehmen. Wir haben hier ja keinen Holzvorrat. Ja, aber ich habe von da auch die Hütte gesehen, ne? Kann das ja gar nicht hier gewesen sein, ich Trollo. Ach, wir sind auch von der anderen Seite zu der Hütte gegangen. Ich bin falsch gestartet. Deswegen komme ich nicht klar mit meiner Welt hier. Oh, ganz schön kalt. Ist ja auch noch ganz früh morgens. Aber wir können uns ja zwischendurch einfach hinlegen, ist ja kein Problem. Mann, 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 ich brauche einen Kompass oder so. Oder ein GPS. Ja, hier sind wir eben hergekommen, okay. Nee, wir sind ja von der ganzen... Wir sind von da hinten gekommen, ich bin ein Idiot. Ach, jetzt hätte ich bestimmt wieder ausgelacht. Ja, Orientierungsfranz. Wieder am Start. Und da... Da hinten hat der Wolf den anderen Hirsch hochgejagt, ne? Klingt, als wäre er explodiert. Ja, ist er nicht. So. So, suchen und denken, denken und suchen. Also, merke, wenn wir auf einen Hirsch schießen, die Kugeln sind eh so rar. Ich wollte es halt mal ausprobieren, jetzt haben wir es gelernt. Dann muss man den verfolgen und zwar ganz vorsichtig. So, das ist jetzt gleich für Wasser und den Hirsch müssen wir auch kochen, also wenn wir ihn denn wiederfinden. Und dann muss man echt vorsichtig sein, dass man den halt nicht aufschreckt, ne? Liegt er da hinten? Das könnte sein, oder? Bin doch dann hier irgendwo aus dem Gebirge rausgekommen oder war das gar nichts? Ich konnte das Ding sehen. Aber ich bin auch nicht so nah rangegangen, weil der Wolf da ja dran zugange war. Da rechts, das sieht doch so ein bisschen so aus, oder? Ist so weit. Muss ich mir eine Karte machen. Also, ne, es ist leider nur ein Baumstamm. Aber schon ein bisschen aus wie ein Hirsch, oder? Hä? Jetzt verschwunden, hat der Wolf den aufgefressen. Da bin ich einfach nur wieder zu blöd. Ach, was ein Ausflug. Was schön ist, es ist alles nicht lebensbedrohlich, mein Quatsch, den ich hier mache. Bisschen Holz. Wie gesagt, die Stöcker brauchen wir, weil wir kein Wasser mehr haben. Oh, die Sonne geht auf.
ist die Hütte? Hier muss der doch... Konnte das doch sehen. Bin ich nicht von hier runtergekommen? Oder von da? Von hier bin ich doch runtergekommen, oder nicht? Habe ich gesehen, wie der hier rumrandaliert hat? Ich habe mir doch sogar noch das Handgelenk gesteuert. Bin ich hier runtergekommen? Ja, ne? Da oben hatte ich doch kampiert. Oh, ihr haltet mich jetzt... Ihr habt das Video ja gerade erst gesehen. Für mich ist das halt schon ein bisschen länger her. Genau, hier habe ich noch gesagt, warum sollte der hier schier runtergehen? Hier ist ja der viel logischere Weg. Ne, hier hinten war das, ne? Hier wollte ich dann nämlich nicht runterfallen, da hatte ich Angst. So, jetzt. Boah, war das denn so nah an den Holzfäller? Oh, ich bin lost. Lost in Translation. Gucken wir nochmal. Wo haben wir kampiert? Das war eine weiter hier hinten, oder? Ja, das war eine Senke weiter hier, deswegen finde ich den nicht. Wir frieren. Wow. Ich will jetzt diesen Hirsch finden. Hier ist so hoch, dann war das da ganz hinten. Hier in dieser Nische haben wir dann kampiert. Hier war das, hier war das. Hier hatte ich das Feuer gemacht, glaub. Oh, hier ist aber viel zu hoch. Das ist ein Wolf. Toll. Was hier? Das sind auf jeden Fall die Schienen übrigens. Da geht's zum Staudamm. Ja, dann ist ja, dann ist der hier schier hoch. Dann haben wir den verfolgt. Es ist ganz schön kalt. Dann sind wir hier rausgekommen, oder? Oder da? Nee, von dem Eis. Dann haben wir da unten an der Senke kampiert. Ich glaube, das liegt daran, dass das... Deswegen sind wir jetzt so weit weg. Hier ein bisschen, dass wir uns wieder was verstauchen. Oh. Ist hier windgeschützt? Ich würde sagen, dann machen wir hier gerade mal erstmal ein Feuerchen. Ja, Trottel. Ich lerne das mit dem Feuer nicht mehr. Eins ist doch das Feuer. Nee, 2 ist das Gewehr, 3 ist das Ablegen, ist 4 das Feuer. Wir haben wieder keinen Zünder, na gut. Nicht das Problem. Kälte ist jetzt gerade nicht so schlimm, wir können uns komplett regenerieren. Wir müssen nur diesen Hirsch finden, das wäre viel wichtiger. Ich habe mich aber echt total verlaufen, Mann, Mann, Mann. Tut mir leid. Also vor allem für mich und für den armen Typen hier. Eieieiei. Wie sieht's sonst aus? Wir sind schon wieder erschöpft und hungrig. Ratze. Kommt jetzt extra schon Gruselmusik, weil es uns so schlecht geht. Das Ding heizt ja ordentlich, also da sollte uns jetzt hier wieder warm werden. Hä? Habe ich jetzt nichts gemacht? Es ist auch noch lange hell und so. Essen ist natürlich ein bisschen doof. Das mal alles ab. Dann legen wir uns noch eine Stunde hin, oder? Das ist hier plötzlich gar nicht mehr windgeschützt. Toll.
müssen wir erstmal noch unsere Rohrkolben. Es brennt schon noch eine Stunde. Ich würde sagen, da legen wir uns jetzt. Mann, legen wir uns da noch eine Stunde neben. Ist ja schon immer wieder spannend, das Spiel. Wir sind so gut ausgerüstet. Okay, es liegt jetzt daran, dass ich auch ein bisschen dämlich bin, aber jetzt ist auch der Sturm wieder vorbei. Etwas hungrig, uns ist wieder komplett warm. Oh, das hat sogar so lange durchgehalten. Sehr gut. Okay. Jetzt geht's uns wieder besser, ne? Ja. Ja, ist auch ein bisschen erholt. So, und dann sind wir. Haben wir doch hier kampiert? Ja, Mann. Wo ist dieser verdammte Hirsch? Kann nicht wahr sein. Ist der da hoch? Wir sind doch von hier gekommen, oder nicht? Und dann habe ich... Irgendwo habe ich doch ein Feuer gemacht. Da ist ein Wolf schiert. Ja. Dann habe ich jetzt nicht so Bock. Doch, hier hochgekommen, oder nicht? Oh. Krähen. Ha. Krähen sind die Idee. Da vorne ist der Typ, der am Fluss liegt. Gehen jetzt einfach hier den kompletten Weg zurück. Entweder wir finden den oder... Also verschwinden tun die doch nicht, oder? Okay, nur gerade noch nach Stöckern. Wenn wir wieder keine mehr haben, nehme ich alle verbrannt. Nicht so ungefährlich, so ein Ausflug, ne? Und Hunger wird natürlich langsam bald ein Problem. Ist auch noch kalt. Das geht aber alles. Nicht dann da hinten runter. Also hier kann ich ja nicht runtergekommen sein. Hier ist ja vorbei, oder? Ja, das geht nicht. So. Hier sitzt ihr jetzt, habt euch eine Karte gemalt und lacht mich wieder aus. Hier muss ich irgendwo runtergekommen sein. Und dann hat er hier irgendwo diesen Hirsch gerissen. Das hab ich gesehen. Wenn wir jetzt gar nichts finden, das wäre halt echt bitter. Dann wäre die Kugel verschwendet und gar nichts dafür gekriegt. Aber gut, eine Erkenntnis, ne? Die sind ja auch viel wert. Dann ist die alte Hütte. Das ist schon mal gut. Also jetzt ohne Witz bin ich wirklich zu blöd. Das ist halt nur ein Stück Holz. Das war doch hier, oder war das? Unglaublich. Ich muss mir auf jeden Fall genau einen Plan machen, wenn ich nochmal irgendwo anders hinlaufen will. Hier ist nichts. In der Richtung war ich ja auch schon. Da war es ja auch nicht. Das war ja ganz falsch, oder? Ich habe doch die Hütte dann von hier gesehen. Also ich dachte, das müsste hier liegen. Oder denke ich da falsch? Bin ich völlig auf dem falschen Dampfer? Die Wölfe den einfach ganz aufgefressen? Machen die sowas? Wäre schon gemein von denen, oder? Nein, die blieben doch da immer liegen und waren dann gefroren. Gut, dass man nicht schießen kann, wenn man nicht aimt. Sonst hätte ich jetzt in die Erde geschossen. Ich habe doch dann die Holzhütte zuerst gesehen, oder nicht? Alles gut. Warum sieht denn hier auch alles so gleich aus? Hier hinter der Kante vielleicht? Ich konnte das doch von oben sehen. Und wir haben ja von der Hütte aus noch gesehen, wie ein Wolf einen anderen Hirsch da hochgejagt hat, ne?
Das ist irgendwie ein Wolf. Wir haben doch zuerst dieses Ding hier gesehen. Dann sind wir direkt da rein und haben Feuer gemacht. Das heißt, wir sind von hier gekommen. Der lag da nicht mehr. Sehr verwirrt. Hm. Also klar, als ich angefangen habe, den zu suchen, war ich auf dem völlig falschen Dampfer. Das stimmt. Ich brauche jetzt gleich noch ein paar Stöcker, dann mache ich genug. Brauche ich Wasser. Hier sind. Da hinten läuft einer rum. Der ist ja aber lebendig. Also wir schaffen es ja noch wieder zurück. Hunger wird noch ein Problem. Das ist echt ätzend. Eigentlich frieren die Kadaver doch dann fest. Und dann können die Wölfe die auch nicht mehr essen, oder? Was ein Jagdausflug. Jagdausflug ohne Jagd. Ah, der lebt ja immer noch. Also schon mit Jagd, aber ohne Erfolg. Hm, ich suche jetzt übrigens den, wo wir gesehen haben, dass der Wolf den gejagt hat. War ja diese Richtung. Vielleicht ist das hier verbunden. Nebenbei kann ich halt noch ein paar hundert Stöcker mitnehmen. Also ein Hirsch auf dem Schnee, den sieht man doch. Vielleicht habt ihr ihn schon gesehen und ich habe es einfach wieder verbaselt. Hm, es ist nicht verbunden, oder? Ist alles gut. Ah! Ah! Die reinsten Vögel. Okay. Scheint nur gerade, die scheinen in den Berg geglitscht zu sein. Hier hochkomme. Also sie sind ja in den Berg geflogen, die Vögel, oder? Ich könnte natürlich auch diese Folge einfach weglassen. Wenn ich jetzt was finde und der nächste Folge einfach so tun, als hätte ich es da gefunden. Aber sowas mache ich ja nicht. Ihr sollt ja schon erleben, wie schlecht ich. Au! Oh! Verstauchter Knöchel, was zum Teufel? Macht er? Meine Bewegungsfähigkeit ist eingeschränkt. Wow, also, sobald man auf Schrägen rumläuft, ist das Mist. Das muss man ja auch erstmal lernen. Jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr sprinten und alles tut weh. Ja, toll. Ein Vögel. Ein bisschen Angst, dass der hier irgendwo auf dem Berg dann umgekommen ist. Ich habe ja noch gesagt, Schrägen sind gefährlich, ne? Aber ich suche jetzt diesen Hirsch. So ärgerlich. Ja, der Knöchel tut weh. Schlafen gleich, dann ist alles wieder gut. Ihr noch, wo ich den Stoff hingetan habe? Also ich weiß, dass er hier ist, aber... Ach Mann. Das ist doch ein Skandal. Wie sieht es mit unserem Stockvorrat aus? Nichts mehr zu essen. 17 Stöcker, das ist schon gut. Wäre so ärgerlich, wenn wir den ganzen Marsch jetzt hier abbrechen müssen. Das war alles so schön. Ohne was davon zu haben. Zu Hause haben wir ja noch Schokolade und so, ne? Also ein Damm. That smarts a bit. Oha. Das tut ein bisschen weh, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ein verstauchter Knöchel ist fies. Will ja immer noch nicht einsehen, dass wir diesen Hirsch jetzt nicht wiederfinden. Also wenn ich nicht ganz blöd bin, dann ist der halt weg, oder? Bin ich. Vielleicht bin ich auch ganz blöd. Ich schließe das nicht aus. Ich hab eben gedacht, der wär's, aber. Ah, sprinten können wir nicht. Also erstmal. Was? Dann stirbst du doch nicht, oder? Nee.
könnte jetzt Schmerzmittel nehmen, aber wir sind ein harter Typ. Ganz müde. Das ist ja 7 Stunden Tagessicht. Das ist natürlich unmox. In welche Hütte habe ich das getan? In die ganz außen? Aber wir müssen vorher auf jeden Fall noch Wasser kochen. Manche sehen halt auch so Baumstämme so aus, als wäre da was. Jort, wie das hier alles weitergeht, muss unbedingt weiterspielen, sonst werde ich hier noch ganz depressiv. Seht ihr aber in der nächsten Folge. Diese Folge war ganz schön traurig, wir haben uns verletzt und den Hirsch nicht gefunden. Mann, nächste Folge geht's auf jeden Fall wieder bergauf. In diesem Sinne, bis gleich, ne?